Ja, hallo und willkommen hier zur zweiten Folge Ostriff auf meinem Kanal. Ja, wir sind immer noch in der zweiten Staffel. Wir spielen eine Karte ganz ohne unlimitierte Ressourcen und wollen einfach mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir irgendwann pleite gehen, ob wir irgendwann unseren Bewohnern das Geld aus der Tasche ziehen müssen oder ob wir das auch anders gemanagt bekommen. Ja, ich habe jetzt das Ganze laufen lassen. Wir haben jetzt alle Häuser fertiggestellt. Es sind auch in jedem Haus jetzt schon Leute eingezogen, sodass wir da erstmal auf der sicheren Seite sind. Und ich würde sagen, wir machen heute mal weiter. Ich habe mir jetzt auch überlegt, wir werden mal jetzt keine Farm bauen. Das haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Sondern ich würde jetzt eventuell einen etwas anderen Ansatz nehmen. Und ich würde erstmal mit anderen Tieren beginnen, zum Beispiel mit Hühnchen, also hier mit Hühnern. Aber bevor wir das machen, brauchen wir ja erstmal einen Handelsposten. Weil vorher können wir mit den anderen Städten nicht handeln und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen setzen wir jetzt hier mal einen Handelsposten hin. Wir haben jetzt mittlerweile auch unsere Wagen repariert. Es läuft alles soweit. Und deswegen können wir jetzt hiermit beginnen. Das braucht natürlich jede Menge Zeug. Wird höchstwahrscheinlich auch eine Weile dauern. Wir haben aber noch einen arbeitslosen Mann. Deswegen werden wir den auf jeden Fall hier noch mit reinsetzen. Ich hoffe natürlich, dass er sich dafür entscheidet. Genau, und dann geht das hier auch relativ schnell, denke ich mal, voran. Und kann ja auch relativ fix gebaut werden. Das ist auch gut, dass die jetzt hier parallel schon anfangen zu bauen. Genau, dann können wir uns ja schon mal noch überlegen, wie wir hier die Stadt weiterbauen. Wir haben ja hier unseren kleinen Marktplatz. Deswegen würde ich hier mit dem nächsten Haus dann quasi weitermachen. Würde das dann hier so ziehen. So, wir können ja ruhig ein bisschen größer den Garten machen. So. So, dass hier ruhig erstmal so weitergehen. Dann werden wir hier noch das nächste Haus hinsetzen. So, den machen wir jetzt nicht mehr ganz so groß, den Garten. Weil man muss auch sagen, die Leute haben ja hier genug. Und es macht jetzt keinen Sinn, hier riesige Gärten zu bauen, weil das sind alles Mengen, die brauchen wir noch gar nicht. Sodass das alles noch keinen Sinn macht. Wir können ja auch hier, ich würde jetzt hier quasi noch dann normale Häuser hinsetzen. Ich denke mal, das sieht ja sogar ganz cool aus, so direkt hinterm Rathaus. Sodass wir so dann erstmal unsere Häuser bauen, damit wir auch die ersten quasi haben, die halt keinen Garten haben. Ich denke, dass das durchaus alles Sinn machen wird. Einfach, um mal dann halt auch hier die ganzen Sachen verkaufen zu können, weil wir haben, wie ihr seht, ja, wir haben hier kaum Verkäufe. Ich habe jetzt hier extra schon die Mengen runtergesetzt, die gekauft werden. Einfach, um hier zu verhindern, dass wir hier komplett unser Geld ausgeben. Hier ständig alles immer verdirbt. Ich meine, im Endeffekt macht es keinen Unterschied, weil wir das uns über die Vermögensteuer, die ich gestern noch eingestellt habe, von ab 50 wollen wir 10 wieder zurückhaben, sowieso wieder alles zurückbekommen. Weil hier seht ihr, hier sind viele schon sehr, 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 sehr reich. Das muss halt alles nicht sein. Ich weiß, in der letzten Staffel hatten wir 100 als Vermögensteuer gesetzt, aber da dachte ich habe auch in den Kommentaren das gelesen, dass 50 auch ausreichend ist. Und da habt ihr eigentlich recht, wenn man überlegt, was man mit 50 hier alles kaufen kann, dann sollten wir das auch so beibehalten und ich denke, 50 sollte da völlig ausreichend sein. Gut, genau, dann wird jetzt erstmal hier der Handelsposten gebaut, das können wir ja mal ein bisschen beobachten hier, das wird relativ langsam oder relativ schnell hoffentlich vonstatten gehen. Wir haben ja 5 Arbeiter, die sich darum kümmern. Jetzt wird hier erstmal ordentlich Material hingeschafft. Wir haben bestimmt auch keine Nägel mehr. Sind aber alles Sachen, das bringt uns nichts. Also wir könnten hier durchaus noch einen zweiten einstellen. Können wir mal gucken. Nägel, Ressourcen. Ja, wir haben keine Nägel mehr. Und müssen wir dann einfach mal gucken. Wir werden dann auch demnächst hier ein Lager bauen. Ne, das macht hier, wenn der hier rausgeht, dann macht das keinen Sinn, weil da brauchen wir auf jeden Fall einen drin, aber das werden wir mal anders lösen. Indem ihr einfach mal ein bisschen mehr Geld bekommt. Ich hoffe, dass die dann hier quasi anfangen, genau. Dann kann ruhig hier irgendwo, genau, einer frei sein, das ist jetzt erstmal nicht schlimm.
Aber hier Holz brauchen wir auf jeden Fall neues. Wir können ja direkt weitermachen. Wir brauchen noch in der Planung auf jeden Fall Warenhäuser. Die würde ich direkt mal zwei Stück hier hinsetzen. Die würde ich auch vor den Häusern dann bauen lassen. Ich denke, das macht auch durchaus Sinn. Wohl vielleicht ein Haus noch, um ein paar mehr Leute zu bekommen. Genau, dann kann das hier, wird das hier gebaut. Ich habe auch noch eingestellt, dass hier Hilfsarbeiter quasi die ganzen Geschichten hinbringen, einfach um das so ein bisschen zu verbessern hier die Produktion, weil die hier immer ständig keine Kohle hatten. Und so kann die jetzt hier vernünftig produzieren, stellt ausreichend Waren her. Und wir müssen uns halt erstmal keinen Kopf mehr machen. Nur wenn die hier endlich fertig sind mit den ganzen Materialien, dann sollte das auch relativ fix weitergehen. Das ist jetzt natürlich der Anfang, das gehört so ein bisschen auch dazu. Ich hatte zwar gesagt, dass ich auch das ein oder andere skippen werde. Das wird auch durchaus noch passieren, aber ich muss auch sagen, die Wartezeiten jetzt hier gehört dazu. Wir können das wirklich alles mal ein bisschen beobachten. Wir spielen ja schon auf schnellster Stufe. Und alles immer nur zu skippen ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache. So sehen wir jetzt zum Beispiel, dass hier wieder schön gebaut wird. Müssen dann halt auch mal gucken, wie wir das machen. Für den Handelsposten brauchen wir ja auch wieder mehr, ne? Ja, ich muss sagen, früher im Spiel, also in meinem anderen Let's Play, hatte ich ja dann irgendwann Probleme, die Leute loszuwerden. Also quasi die Arbeiter. Da war ja dann beides ordentlich vorhanden. Aber am Anfang ist es halt so, dass es deutlich mehr Arbeitsplätze für Männer als für Frauen gibt. Das ist schon, ja, vielleicht noch was, was man durchaus verbessern könnte. Was Sinn machen würde. Wenn man das so ein bisschen ausgleicht, dass man hier zum Beispiel, ja, ich meine, gut, hier das in der Schmiede, das macht halt keinen Sinn, da Frauen einzustellen. Aber dass vielleicht auch Arbeiterfrauen sein können oder so, halt, ja, macht eigentlich auch nicht so wirklich viel Sinn. Das sind halt alles, wenn man so sieht, typische Männerberufe, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man das am Anfang relativ unausgeglichen hat. Aber das ist ja nicht schlimm, das Spiel muss ja nicht von Anfang an total einfach sein. Ist es ja auch nicht. Also man hat ja doch schon das eine oder andere Kniff dabei. Man ist natürlich auch das Problem, dass relativ wenig Erklärungen sind. Ja, eigentlich sollte ja, die Folge wird jetzt, glaube ich, am Freitag, am 7. rauskommen, wenn ich richtig gerechnet bin. Da sollte eigentlich auch ein Quatsch, ein Tutorial, ein neues rauskommen. Da muss ich sagen, da habe ich es leider nicht geschafft, das zu drehen. Ich werde das nächste Woche, Montag, Dienstag auf jeden Fall nachholen. Genau, und da wird es dann um den Kalkstein und die Produktionskette dazu gehen. Also, wen das interessiert, schaltet da auf jeden Fall ein. Würde mich natürlich sehr freuen. Das Skript dazu ist schon geschrieben, es fehlt halt nur noch das Aufnehmen. Ja, da bin ich jetzt einfach noch nicht zugekommen und ich wollte euch jetzt eigentlich eher lieber mit dem Let's Play erstmal versorgen, dass das vernünftig weiterläuft. Einfach weil ich am Dienstag auch eine Prüfung noch habe, da lerne ich halt ein bisschen für. Deswegen ist da ein bisschen wenig Zeit zum Aufnehmen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Genau. Sollte jetzt nicht das Problem sein, das kriegen wir auf jeden Fall früher oder später nachgeholt. Und dann passt das. So, wir haben jetzt auch unseren zweiten Winter, sehe ich gerade. Wie sieht es denn hier aus? Ja, das passt erstmal alles. So, jetzt kommen neue Arbeiter. Perfekt. Ja, der Handelsposten ist schon ein recht großes Gebäude, wenn man das so sieht. Dadurch dauert das natürlich auch. Ach, hier wird wieder eine Rüstung gebaut. Sehr schön. Machen wir gleich mal ein Screenshot für. Genau, so, jetzt baut der nächste weiter. Naja, haben sie ja das Gröbste bald geschafft. Muss jetzt wahrscheinlich überwiegend nur noch das Dach hoch. Aber auch das sollte doch machbar sein. Natürlich doof, dass jetzt hier. Ah, jetzt kommt ein zweiter, okay. Das ist natürlich besser, dadurch geht es halt schneller. Jetzt sind sie zu viert dran. Je mehr Arbeiter man hat, desto schneller geht das halt einfach. Ich meine, das ist logisch, aber manchmal, das macht halt schon einen Unterschied, ob er da alleine sowas baut oder ob man Vierer hat, die hier bauen können. Das ist halt doch schon ein ganz schöner Unterschied.
Das ist halt auch das, was man dann im späteren Spielverlauf halt extrem gemerkt hat. Wo ich dann halt permanent das Rathaus voll hatte mit Arbeitern und im Konstrukteursbüro auch ein bisschen was. Die Gebäude wurden halt ratzfatz gebaut, sobald Material vorrätig war. Das ist halt das, was am Anfang noch so ein bisschen nicht der Fall ist. Da wird das alles, dauert das alles noch ein bisschen länger. So, jetzt kommt das Dach noch schnell hoch. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Oh, okay, da, ach so, da kommt noch ein. Okay, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. So, aber das geht ja auch fix. Und damit ist es dann erledigt, der Fall. Sehr schön. Gut, damit können wir jetzt auch von den anderen Städten endlich Nachrichten empfangen. Wir werden von den anderen Städten dann natürlich auch Sachen kaufen können, sodass wir uns dann jetzt um die Produktion kümmern können. Wie gesagt, ich würde gerne erstmal die Farm auslassen. Wir werden aber. Ah, genau, das müssen wir noch bauen. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Stimmt. Wo setzt man das denn hin? Mal hier die Stadt so rumbauen. Ich würde die eigentlich. Eigentlich wäre das schön, wenn man das hier so hinbaut. Aber jetzt schon eine Brücke bauen, das kostet natürlich auch massiv Ressourcen. Hier so rüber, das wird auch eine Weile dauern. Bauen wir die so? Ja, bauen wir so. Und dann können wir hier drüben den Obstgarten hinsetzen. Ja, okay, da kommen wir noch nicht ran. Das weiß ich. Gut, dann setzen wir den dann ran. Dorthin, sobald alles erledigt ist. Genau. Hier wird erstmal das Haus noch gebaut. Dann werden unsere Warenhäuser gebaut, dann werden die anderen Häuser gebaut. Dann haben wir auf jeden Fall ausreichend Leute da, die sich um die ganzen Sachen kümmern können. Und dann wird der Baufortschritt auch wieder ein bisschen größer sein. Weil wir dann natürlich hier die Halle und das alles vollbauen werden. Also vollhauen werden mit Leuten. Sodass das dann natürlich alles schneller vorangeht. Auch wenn ich mich da wiederhole. So, also ich würde dann genau mich um den. Achso, jetzt ist die Frage, was braucht denn die denn an Futter? Nicht, dass ich da doch. Na gut, dann bauen wir im Zweifel Schaf, weil Schafe kriegen auf, können auf jeden Fall auch Heu füttern. Dann machen wir das so. Weil Kühe macht noch keinen wirklichen Sinn, weil uns einfach die Weiden noch fehlen. Weil das bei Schaf wie auch der Fall ist. Schweine, da haben wir noch kein Futter für, das macht keinen Sinn. Weil ich würde halt gerne, doch wir werden das so bauen, wir werden Schafe oder Hühner, jetzt muss ich dann, ich muss dann mal gucken, welche was gebraucht haben. Darum, das werden wir auf jeden Fall als nächstes bauen. So, hier. Wie sieht's aus? Genau, die sind schon fertig. Die können gebaut werden. Das Schöne ist, dass das hier halt relativ schnell geht. Einfach weil das Lagerhaus ist schnell gebaut. Das ist immer top. Und dann können die sich direkt weiter an die Häuser setzen für unsere Bewohner. Seht ihr, da wird schon das Dach gezimmert und da ist es fertig. So, und dann können wir jetzt einstellen. Ein bisschen Feuerholz, ein bisschen Holz, ein bisschen Metall, ein bisschen Nägel und ein bisschen davon. Ich meine, das ist alles noch nicht wirklich viel, aber es ist ja erstmal zumindest ein bisschen. No, dann kann hier der Rest rein. Dann haben wir da auch erstmal genug Leute. So, hier wohnt jetzt schon jemand drin? Ja, sehr schön. Dann kann jetzt hier das Haus auch weitergebaut werden. Wie sieht's denn? Was ist denn hier eigentlich noch gelagert? Okay, kann das weg?
Das im anderen Let's Play auch noch, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, ob das auch noch war. Das ist jetzt aber erstmal egal. Wir bauen jetzt weiter die Häuser auf. Und dann haben wir dann quasi, wenn die hier fertig sind, unsere 40, über 40 Einwohner. 45 müssten es, glaube ich, sein. 9 kriegen wir mindestens dazu. Vielleicht hat auch der ein oder andere 2 Kinder. Kann natürlich sein. Und dann geht es hier bald auch wieder in den Gärten. In den Gärten los. Genau, die, ja, der Verkauf hier ist relativ wenig. Es macht auf jeden Fall Sinn, das hier entsprechend gering zu halten, die Mengen am Anfang. Wenn man dann natürlich die größeren Städte hat, die dann halt auch mehr Einwohner haben, die keinen Garten haben, da braucht man dann die Mengen halt natürlich, ne? Also da ist der, sind die Verkaufsraten halt deutlich höher. Aber solange das nicht der Fall ist, macht das alles halt keinen Sinn. So, dann baut das Ganze jetzt hier mal schnell fertig. Vielleicht ziehen die dann auch noch rechtzeitig ein, um im Garten was anzubauen. Das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich schön. Das macht, wäre prinzipiell eine gute Sache. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Einwohner zur Verfügung. Was sagen unsere Arbeitslosen? Wir haben keine Arbeitslosen. Ja, aber nur Jobs kann ja nicht sein. Also, im besten Willen. Ja, dann machen wir halt hier wieder ein paar Jobs frei. Ist ja nicht das Problem. Ja. Fehlt jetzt nur noch ein Haus, aber das Haus, da kümmern wir uns ja auch drum. So. Wir müssen dann natürlich aufpassen, die zwei, die dann hier, oder die zwei Familien, die hier wohnen, haben dann natürlich kein regelmäßiges Einkommen, die kriegen keinen Lohn, wahrscheinlich. Also die kriegen nur den Lohn so rum und haben kein Einkommen, was sie selber anbauen. Dadurch sind die natürlich schneller von Armut betroffen. Das kann dann natürlich passieren, da müssen wir ein bisschen ein Auge drauf behalten. Aber ich denke mal, auch das sollte prinzipiell händelbar sein. Genau, das war da dann. Ein bisschen zumindest drauf achten. Aber es ist ja nicht dramatisch, wenn dann der ein oder andere Haushalt vielleicht auch mal auszieht. Es ist, gehört leider dazu. Das war für diejenigen ein bisschen doof, aber dadurch, dass dann neue einziehen und die wieder ein bisschen Geld mitbringen, spült das natürlich auch Geld in unsere Kasse rein. Ich will ein bisschen davon wegkommen, wie ich es in den letzten Let's Play gemacht habe, da mal finanzielle Hilfe zu geben. Das werden wir nur in Ausnahmefällen machen. Wer quasi pleite geht, keinen Job hat, der geht halt pleite und hat keinen Job. Das klingt ziemlich hart, aber wir werden das jetzt mal so handhaben. Einfach um da Geld in unsere Kasse reinzuspülen, die wir natürlich, was wir natürlich benötigen. Und genau. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall darauf achten, mal so ein bisschen zu dekorieren. Und ich würde die Folge heute auch wieder 2 Minuten kürzer halten. Wie gesagt, ist meiner Prüfung geschuldet. Einfach, dass ich noch lernen muss. Es ist schon relativ spät, aber. Es gehört halt einfach leider dazu und dann würde ich sagen, ich lasse das hier noch fertig bauen, aber das kann ja dann so ein bisschen laufen. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.